Yo Leute und willkommen wieder auf meinem Kanal InKev. Lange ist es her, dass ihr mal einen Real Talk haben. Heute mit einem Ansteckmikrofon. Ich hoffe, das funktioniert alles auch so von der Tonqualität. Ja, wir wollen heute einfach mal einen Real Talk über Relevanz auf YouTube und in der Meinungsblogger-Szene sprechen. Gut, dass meine Katze gerade eben das Licht ausgemacht hat von meiner Softbox. Dankeschön, ich bin dir da sehr, sehr dankbar, weil meine Lampe hat einen Wackelkontakt. Meine Katze ist an dieses scheiß Kabel gekommen. Jetzt darf ich das wieder anmachen. Also ey, manchmal denke ich mir auch so, die will mich komplett verarschen. So. Ja, wir hoffen jetzt mal, dass das Ganze funktioniert. Das Geile ist halt, ich kann auch vom Ton euch jetzt überall mitnehmen durch dieses Ansteckmikrofon. Jetzt will die raus. Ich habe die Schnauze voll hier, ne? Das Video hat gerade erst begonnen. Na komm, dann geh raus. Komm. Ja, 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 hier. Nimm noch einen Zettel. Also die Katze kannst du halt auch einfach sowas von geil ablenken. Das ist unfassbar nice, wirklich. Also dafür liebe ich die Katze, weil du kannst einfach einen Zettel schmeißen und dann ist die Katze wieder 10 Meter weiter weg. Ja, also wir reden jetzt mal über Relevanzen der Szene und Unholy hat ein Video gemacht zu diesem Thema, hat einen Real Talk hochgeladen und ich dachte mir, es ist eigentlich ganz interessant, das auch auf meinem InKev-Kanal sozusagen rauszuhauen, meine Meinung da nochmal preiszugeben, nochmal über die Relevanz zu sprechen. Ja, und zwar, wie sehe ich das? Will ich relevant in der Szene sein? Will ich relevant auf YouTube sein? Und ich kann euch schon mal einmal vorwegnehmen, jeder, der sagt, dass er nicht relevant sein möchte, da frage ich mich, was willst du eigentlich so, also für was machst du YouTube? Machst du YouTube, um einfach nur Videos hochzuladen, ohne dass es dich interessiert, ob es Leute sehen, oder willst du Videos hochladen, damit du ein Publikum erreichen möchtest? Und ich glaube, relevant zu sein ist doch das, was einen pusht, was einen motiviert und wofür man teilweise auch YouTube-Videos macht. Also zumindest sehe ich das so. Also ich will ja mit meinem Kanal auch irgendwo wachsen, ne? Ich will auch weiterhin meinen Spaß behalten, ich will Arbeit reinstecken, ich will Leute kritisieren oder auch mal loben und was weiß ich. Aber ich möchte natürlich auch, dass diese Videos geschaut werden und dementsprechend will ich natürlich auch relevant sein. Ich glaube, jeder würde lügen, wenn er sagt, ach nee, ich möchte lieber klein auf YouTube bleiben, die Reichweite, das ist mir nichts. Außer vielleicht Leute, die wirklich mit öffentlichem Druck gar nicht zurechtkommen, die sollten aber auch gar kein YouTube machen. Aber ich denke, jeder möchte doch irgendwo relevant sein. Und auch diese Relevanz in der Meinungsblogger-Szene. Also ich muss jetzt erstmal sagen, Intuiten Maske hat das schon mal angesprochen. Er hat gesagt, ich möchte mich nicht zur Meinungsblogger-Szene zählen, weil gerade die kleinen Meinungsblogger, die sich halt Meinungsblogger nennen und so viel Schrott-Content hochladen und sich einfach nur beefen und einfach nur Hate Speech betreiben, da möchte ich mich nicht mehr dazu zählen, hat er so gesagt. Ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Also für mich sind das keine Meinungsblogger, die die ganze Zeit nur sinnlos untereinander Hate Speech betreiben. Das sind für mich halt irgendwelche... Also die zähle ich einfach nicht zu meiner Bubble mit dazu. Zu meiner Bubble gehört für mich Dude mit Maske, Baku, Just Nero, KuchenTV. So die Meinungsblogger, die man halt so kennt und wo man halt auch so sagt, ja, die machen schon reflektierte Videos und die betreiben nicht die ganze Zeit nur irgendwelchen Bullshit-Content. Das ist auf jeden Fall dahingehend definitiv mein Standpunkt. Also ich finde, relevant zu sein ist in meinen Augen irgendwo natürlich auch wichtig. Ne? Man macht das ja jetzt nicht nur um, ja keine Ahnung, um für sich selber zu sagen, ja ich habe das Video hochgeladen, es ist mir egal, wenn das jetzt nur 100 Klicks macht. Ne? Man möchte ja schon irgendwo sich ein Ziel setzen, wie viel das Video Aufrufe bekommen möchte, beziehungsweise dass das Video auch irgendwie gut ankommt. Und ich merke das momentan bei mir auch auf YouTube, dass ich einfach mit den Videos, die ich derzeit mache, einfach Erfolg habt. So. Und das macht mir natürlich Spaß, das motiviert mich extrem und dementsprechend bringe ich momentan auch viele Videos, die einfach länger recherchiert sind, ne? Mehr Informationen beinhalten, auch mit mehr Humor beschmückt sind und ich merke das momentan auch selber in meinen Videos, dass ich extrem positive Kommentare bekomme. Also ich glaube, ich hatte jetzt von den ganzen letzten Videos kein Video, wo, und selbst wenn es kontroverse Themen waren, da hatte ich kein Video, wo die Bewertungen scheiße sind, wo die Kommentare durchweg negativ sind. Also ich habe wirklich so viel positive Resonanz. Ich mache momentan teilweise jeden Tag 100 Abos und das ist für mich ein absolut krasses Feedback, wo ich sagen kann, ja, es lohnt sich. Und ich merke auch, dass es mit der Relevanz wieder bergauf geht. Ne? Also hätte mir das vor einem Dreivierteljahr jemand gesagt, dass ich irgendwann mal wieder bei dem Punkt sein werde, dass mir YouTube unfassbar viel Spaß macht, dass ich vielleicht wieder ansatzweise Relevanz bekomme, den hätte ich ausgelacht. Ne? Weil vor einem Dreivierteljahr, ne, das war im Dezember, habe ich 4 Videos rausgehauen und ich glaube, das klickstärkste Video war ein Video mit 6.000 Aufrufen oder mit 5.000 Aufrufen zu der Zeit. Ja, und jetzt stehe ich bei dem Punkt, wo jedes Video bei mir über 10.000 Aufrufe macht.
Ja, und da ist mein schlechtestes Video in der letzten Zeit, hatte halt 10.000 Aufrufe und mein bestes Video hat fast 100.000 Aufrufe. Also die Relation ist mittlerweile schon wieder überkrass und ja, ich bin da sehr dankbar. Ne? Es macht mir dadurch halt, also es gibt mir halt auch viel mehr Kraft, einfach viel mehr Zeit in diesen Kanal reinzustecken und das, obwohl ich halt trotzdem noch viele Sachen nebenbei mache. Ne? Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass ich die Zeit in YouTube investiere. Ne? Ich habe ja auch noch einen Twitch-Kanal, wie gesagt, mein zweiter Kanal, dann gehe ich ja auch noch arbeiten, ich habe noch Fußballtraining. Also es kommt noch einiges dazu, wo das halt relativ streng getaktet ist, aber dazu werde ich noch ein extra Video machen, wie so mein Tag momentan abläuft, weil ich bin ja momentan auch berufstätig. Ja, also das auf jeden Fall dazu zur Relevanz auf YouTube. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, würde mich mal interessieren. Findet ihr, dass Relevanz wichtig ist für euch? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit YouTube anfangen wollt oder irgendwie euch auf YouTube etablieren wollt, wollt ihr relevant sein oder macht ihr das einfach nur, um ja, für euch vielleicht einen Videoschnitt auszuprobieren oder um einfach nur Content zu kreieren. Ne? Euch interessiert es vielleicht nicht, ob ihr grüne Zahlen schreibt oder eher euer Kanal bergab läuft. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das da so seht. Ich persönlich sehe es ganz klar so, dass man relevant auf YouTube sein möchte. Ja? Also ich kenne, glaube ich, auch niemanden, der sagt, ja, so relevant zu sein ist, also mich juckt das einfach nicht, relevant zu sein. Ja? Aber wofür machst du dann YouTube? Machst du dann YouTube einfach nur, weil du Spaß an der Freude hast? Oder machst du YouTube, weil du noch ein bisschen was erreichen willst, weil du eine Community aufbauen willst, weil du einfach mehr Reichweite bekommen willst? Ich glaube, jeder verfolgt doch das Ziel, Reichweite zu bekommen. So, jetzt habe ich mich dreimal wiederholt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Real Talk gefallen. Ist jetzt kein übergroßes Thema oder übergroßes Video, aber ich glaube, die Informationen waren relativ nah zusammengepresst. Dementsprechend ist das vielleicht auch nicht so ein langwieriges Thema. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch was. Kuss geht raus. Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ich liebe euch, ihr wisst Bescheid.